Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3. Das war vor der Tagesordnungspunkt 4. Das ist ein Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 13029, die Wohnsitzauflage integrationshemmend, bevormunden und das Gegenteil von Empowerment. Die Landesregierung muss die Wohnsitzauflage für Nordrhein-Westfalen sofort stoppen. Ich erteile für die Fraktion der Piraten der Frau Kollegin Brandt das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Jetzt war ja gerade in der Aktuellen Stunde viel die Rede von Daten und Fakten. Und richtigerweise hat auch der Innenminister gesagt, Sicherheit, das ist ein Gefühl, das ist jetzt nicht so messbar. Gleichwohl sollten wir uns aber hier im Landtag, wenn wir Anträge schreiben, wenn wir Gesetze entwickeln, schon auf Daten und Fakten verlassen und nicht auf ein Gefühl. Eine Wohnsitzauflage widerspricht unseren demokratischen Ansprüchen und ist das Gegenteil von Integration. Dabei ist uns hier in unserem Land Integration doch so wichtig und auch hier im Haus. Und wir haben zum Integrationsplan gute Debatten geführt, wirklich inhaltlich gute Debatten. Und trotzdem müssen wir hier heute eine Debatte über die Einführung der Wohnsitzauflage führen, die inhaltlich und fachlich nicht zu begründen ist und damit zu einer reinen ideologischen Debatte wird. Denn wenn keine stichhaltigen Gründe für die Einführung der Wohnsitzauflage vorhanden sind, dann bleibt doch alleine die Ideologie. Meine Damen und Herren, ich werde Ihnen anhand von zwei Argumenten, und ich habe eine ganze Menge mehr, aber dazu reicht Leute heute die Zeit nicht. Ich werde Ihnen anhand von zwei Argumenten zur Einführung der Wohnsitzauflage zeigen, dass Sie hier keine Sachpolitik betreiben, sondern eine innere Einstellung, ja, ein Menschenbild adressieren. Erstes Stichwort: Ghettobildung. Wir reden hier nicht über die Wanderung von einem Bundesland in das andere, denn dafür haben wir jetzt ja schon dieses Bundesgesetz. Kurz zu diesem Bundesgesetz. Ich kann Ihnen mal zeigen, wozu das führt. Eine Kollegin von mir, die betreut zwei Flüchtlinge in Bielefeld. Und dann gibt es, die haben vorher in ihren Ländern auch schon studiert. Und da gibt es ein Studienangebot aus Osnabrück, ein passgenauer Studiengang mit integrationsbegleitenden Sachen, wie zum Beispiel Sprachkurse passend zum Studiengang. Der Dekan ist begeistert, der sagt, Jungs, macht hier bei mir den Master. Dürfen Sie nicht, ist abgelehnt, weil Sie wohnen ja in Bielefeld in NRW und dürfen jetzt nicht in Osnabrück in Niedersachsen studieren. Das ist gelungene Integration. Vielen Dank. So, Ghettobildung hier in NRW. Die Wanderbewegungen innerhalb von NRW, die zu Ghettobildungen führen sollen, können nicht mit konkreten Zahlen belegt werden. Es gibt die Zahlen einfach nicht. Es ist lediglich ein Gefühl. Das BAMF kann keine Aussagen über bundeslandinterne Umzüge treffen. Und Sie können das alle auch nicht. Die einzigen, die dazu was sagen könnten, sind die Kommunen. Aber selbst die Kommunen können nur allgemeine Zahlen zu Zu- und Abwanderungen nennen. Personenbezogen ist das gar nicht möglich. Es geht nicht. Die Daten werden nicht erhoben. Es bleibt also ein diffuses Gefühl. Und nach diesem Gefühl machen Sie Politik. Nächstes Stichwort. Arbeitsmarkt. Sie argumentieren, dass die Wohnsitzauflage bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt helfe. Das ist schlichtweg falsch. Damit missachten Sie vorliegende Erkenntnisse. Und in der Diskussion werden immer wieder die Spätaussiedler genannt. Sie sagen, das hat damals gut funktioniert. Da muss ich Ihnen sagen, das ist gelogen. Eine Untersuchung des Instituts für Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass die Wohnsitzauflage die Beschäftigungswahrscheinlichkeit von Spätaussiedlern um 20 Prozentpunkte gesenkt hat. 20 Prozent. Und auch in Schweden wurden mit der Wohnsitzauflage negative Effekte bei der Integration in den Arbeitsmarkt gemessen. Und damit es noch mal jedem klar wird, zitiere ich Herbert Brücker, Joachim Möller,
und Joachim Wolf vom Institut für Arbeit. Zitat: Vor dem Hintergrund dieser Evidenz ziehen wir deshalb die Schlussfolgerung, dass eine Wohnsitzauflage die Arbeitsmarktintegration behindert, möglicherweise in erheblichem Umfang. Zitat Ende. Und Sie behaupten einfach genau das Gegenteil. Sie erzählen Märchen, Sie schüren Ängste vor Ghettobildung. Sie machen damit Politik in einem Elfenbeinturm, ohne auf den Rat von Experten zu hören. Und das passiert hier leider immer wieder. Meine Damen und Herren, die Experten vom Institut zur Arbeit zum Beispiel. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte allein mit diesen zwei Beispielen, Ghettobildung und Arbeitsmarktintegration, deutlich machen, dass Ihre Argumentation keiner sachlichen Prüfung standhält. Nein, es bleibt einzig und allein Ihre Ideologie, Ihr Menschenbild. Wir besitzen ein anderes Menschenbild als Sie. Und wir sind die einzige verbliebene Fraktion, die dieses Menschenbild verteidigt. Sie alle sagen, wir müssen den Menschen vorschreiben, wo sie wohnen, arbeiten, ja, wie sie leben. Will heißen, die Flüchtlinge können sich nicht um sich selbst kümmern und außerdem rotten sie sich alle in sozialen Brennpunkten zusammen. Wir sagen, wir müssen die Menschen in die Lage versetzen, dass sie selbstbestimmt ihr Leben gestalten. Das heißt, sie zu befähigen, selbstständig eine Wohnung, eine Arbeit und ein soziales Umfeld zu finden. Stichwort Empowerment. Werfen Sie bitte einen Blick in unseren Entschließungsantrag zum Integrationsplan und Sie werden sehen, dass eine andere Politik möglich ist. Das ist Integration ohne Freiheitsentzug und Sanktionen. Und das funktioniert. Und das heißt eigentlich, dass wir alle unserem Antrag heute zustimmen müssen, ja, zustimmen müssen. Meine Damen und Herren, schließen möchte ich noch mit einem Zitat von Abraham Lincoln. Wer anderen die Freiheit verweigert, verdient sie nicht für sich selbst. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brandt. Für die SPD-Fraktion spricht Frau Kollegin Altenkamp. Schon lange nicht mehr gehabt. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich will vorab eine Bemerkung machen. Frau Brandt, ich glaube, das grundsätzliche Missverständnis zwischen Ihnen und uns, denjenigen, die das Integrationsgesetz auf Bundesebene auch mit unterstützt haben, ist, dass Sie glauben, dass Zuwanderung überhaupt nicht gesteuert werden muss. Und da sage ich Ihnen, da liegen wir weit auseinander. Und ich gehöre auch zu denjenigen in meiner Partei, die mit Blick auf ein notwendiges Zuwanderungsgesetz eben sagen, dass es dann auch tatsächlich notwendig sein wird, zu sagen, wo sollen sich die Menschen niederlassen? Wo kann denn tatsächlich für sie schnell auch Integrationshilfen organisiert werden? Und das hat was damit zu tun, dass man eben steuern muss. Und wenn Sie sich solche Zuwanderungsgesellschaften anschauen, wie zum Beispiel Kanada oder auch die USA, die eine lange Tradition mit Zuwanderung haben, dann steuern die unter anderem zum Beispiel eben auch über Wohnsitzauflagen. Damit ist nicht die Freizügigkeit auf ewig ausgesetzt, sondern es geht darum, ob man es nicht schaffen kann, in einer gewissen Zeit, in unserem Fall jetzt 3 Jahre, die Menschen dazu zu bringen, zu versuchen, Wurzeln zu schlagen, und zwar dort, wo man ihnen auch am besten Hilfe geben kann. Ich will Ihnen jetzt dann doch ein Beispiel aus meiner Stadt, aus meiner Heimatstadt sagen. Wir haben seit Januar 2016 zu den nach Essen zugewiesenen gut 5.000 Personen 1.650 Personen, die zugezogen sind aus anderen Bundesländern, anerkannte Schutzsuchende. Wenn Sie dann mit den Menschen, die diese Menschen betreuen, sprechen, dann haben die zum Teil Hinweise bekommen,
in den anderen Bundesländern, in den anderen Städten, die Sie aufgefordert haben, ruhig die Stadt zu verlassen, mit dem Hinweis darauf, dass man sagt, wenn ihr meint, dass ihr bessere Hilfen zum Beispiel in Essen finden könnt, dann geht dahin. Jetzt ist die Frage, wie kann das dann tatsächlich stattfinden in einer Stadt, die kein Umland mehr hat, die wenig Flächen hat und wo es anerkannt im Moment ist, dass wir ein großes Problem zum Beispiel eben haben mit Wohnungsbau. Und deshalb ist es gar nicht dumm zu überlegen, dass man versucht, die Menschen dahin zu bringen, wo für sie auch tatsächlich Leistungen und Infrastruktur vorhanden sind. Und diese 1650 Menschen sind jetzt da und es wird garantiert niemand zurückgewiesen werden aus Essen. Insofern kann ich Ihnen schon sagen, das Aussetzen der Wohnsitzauflage, so wie Sie es fordern, wäre an der Stelle überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, dass sich in einer Stadt mit so wenig Fläche und mit im Augenblick nicht wirklich üppig vorhandenem Wohnraum die Menschen in bestimmten Bereichen ansiedeln. Und damit rede ich nicht von Ghettobildung, sondern ich rede davon, dass Nachbarschaften, die ohnehin schon eine ganze Zeit lang sich in Integration und täglicher Integration geübt haben, sich ein Stück weit auch überfordert fühlen können. Und das muss ich anerkennen, Frau Brandt, ob ich das teile oder nicht. Ich muss es erstmal anerkennen, dass es so ist und muss dann versuchen, den Menschen deutlich zu machen, wie wir gemeinsam dann auch vor Ort den 1650 Personen, die zum Teil schon in der Schule ihre Kinder haben, die zum Teil schon Sprachkurse haben, die in kleinen, aber viel zu kleinen und zum Teil auch nicht wirklich guten Wohnungen leben, wie wir die schnell dann auch in die Stadtgesellschaft integrieren. Was ich aber eben nicht akzeptiere, ist, dass in anderen Bundesländern so gesagt wird, wir werden keine Härtefallregelung machen, wir machen keine Wohnsitzauflage, wir lassen die Leute ziehen, wohin. Das ist meistens in den Bundesländern der Fall, in denen es tatsächlich keinen Zuzug gibt, in so der Art und Weise, wie wir es eben zum Beispiel im Ruhrgebiet und in unseren Ballungsräumen und großen Städten erleben. Und das, Frau Brandt, ist der Hintergrund, warum wir sagen, eine Wohnsitzauflage, so wie es die Landesregierung jetzt versucht, in ihrem Erlass dann auch hinzubekommen, ist eine durchaus sinnvolle Geschichte. Ich will Ihnen auch, wissen Sie, was ich von nachvollziehen kann? Das Problem sehe ich ganz genauso. Man kann auf der Bundesebene, aber das haben wir ja auch schon sehr oft gehabt, und das ist auch eine Kritik, die ich auch in Richtung meiner eigenen Parteifreunde auf der Bundesebene gegeben habe, man sollte solche Gesetze nicht machen und dann einfach eine Rückwirkung herstellen, ohne dass wirklich klar ist, wer die eigentlich aushalten muss. Und an der Stelle müssen es die Kommunen vor Ort dann machen. Und es gibt diesbezüglich leider im Bundesgesetz und auf der bundesgesetzlichen Ebene überhaupt keine Hinweise, wie denn die Ausländerbehörden das tun sollen, außer dem Hinweis, dass eben im konkreten Erlass die Länder zuständig sind. Wir haben eben an der Stelle diese Rückwirkung, die zusammenkommt mit dem Rückstau bei der Registrierung, natürlich im Einzelfall für den Einzelnen tatsächlich auch zu ungünstigen Konstellationen führen kann. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Ausländerbehörden nach dem Erlass dann auch tatsächlich sich in die Lage versetzt sehen, da im Sinne der Menschen und auch ziemlich einhellig zu reagieren. Ich will aber auch einen Punkt dann noch mal loswerden, wo ich die Landesregierung lobe, und manche hier wissen, dass das tue ich nicht oft. Ich finde eine Sache wirklich richtig. Bei der Zuweisung in Zukunft von anerkannt Schutzsuchenden macht die Landesregierung Folgendes. Sie sagt, man muss schauen, welche anderen Zuwanderungsbewegungen es in den letzten Jahren gegeben hat. Und das spricht insbesondere die Kommunen an, die eine Zuwanderung aus Südosteuropa haben. Und das ist in meiner Heimatstadt ein Problem, aber ein eher kleineres. Aber ich weiß, dass das in den Nachbarstädten sehr, sehr wichtig ist. Und auch an der Stelle geht es darum, dass man ja anerkennen muss, dass auch Menschen aus Südosteuropa tatsächlich eine Menge an Integrationsleistungen brauchen und eine Menge an Integrationshilfen auch brauchen, um tatsächlich Fuß zu fassen und Wurzeln zu schlagen in unserer Gesellschaft. Denn das ist ja das, was wir wollen. Und dass die Landesregierung hingeht und sagt, da sind die Kommunen
drin zu unterstützen, indem man Besonderheiten, die in den einzelnen Kommunen bei der Zuwanderung dann auch tatsächlich feststellbar sind, dass man diese berücksichtigt. Das finde ich ausgesprochen richtig und will das auch sagen, dass wir das von unserer Seite aus durchaus auch vernünftig finden. Es bleibt am Ende so, und das, glaube ich, löst Ihren Kummer auf, dass die Ausländerbehörden zuständig sind. Und das in der Kombination mit der Rückwirkung, wie ich es Ihnen schon gesagt habe, ist sicherlich etwas, was im Augenblick zu einer Menge Problemen und auch zu einer Menge Verdruss führt bei denjenigen, die Geflüchtete unterstützen wollen und denen helfen wollen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das sich in den nächsten Wochen und Monaten wird auflösen können im Sinne der Menschen, so wie wir es in Nordrhein-Westfalen immer getan haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Alsenkamp. Für die CDU-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Kuper. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zunächst einmal in Richtung der Piraten, der Kollegin Frau Brandt. Ich glaube, Ihr Antrag, Frau Brandt, ist von Ihnen im Sinne der Betroffenen und einer gelungenen Integration sicherlich gut gemeint. Aber das bedeutet lange Zeit nicht, dass es auch gut gemacht ist. Im Gegenteil, dieser Antrag der Piraten ist aus unserer und aus meiner Sicht falsch und geht einfach an der Praxis und an den Bedürfnissen in unseren Städten und Gemeinden völlig vorbei. Und von daher werden wir ihn auch ablehnen. Integration kann man nicht dem Zufall überlassen, sondern der muss gestaltet werden. Und diese Wohnsitzauflage ist eine von vielen integrationsfördernden Maßnahmen, letztlich entwickelt aus dem Bundesintegrationsgesetz. Und meine Damen und Herren, wenn wir darüber reden, ob wir das brauchen oder nicht, ich denke, mit zwei Zahlen kann man sich schon ganz gut orientieren. Denn wenn man mal schaut, dass wir in Nordrhein-Westfalen derzeit das mit 29% bundesweit das Flüchtlingsland Nummer 1 bei den anerkannten Flüchtlingen sind und auf Nummer 2 Niedersachsen mit nur 11% folgt, dann spricht das aus unserer und aus meiner Sicht eine ganz deutliche Sprache der Notwendigkeit des Handelns. Und von daher ist diese Wohnsitzauflage für uns als Union ein geeignetes Integrationsinstrument. Und es ist gerade eben doch dazu geeignet, irgendeine Art von Ghettobildung zu verhindern und auch die Integrationsmöglichkeiten vor Ort in den Städten und Gemeinden zu optimieren. Es ist notwendig, um die Integrationsleistungen, die ja auch begrenzt sind, besser steuern zu können und gleichmäßiger eine Verteilung innerhalb der Städte und Gemeinden zu erreichen. Wir wollen die Integration der Menschen in eine Stadtgesellschaft fördern. Auf der anderen Seite dürfen wir aber nicht Städte und Ballungsräume mit der Integrationsaufgabe überfordern. Und in der Vergangenheit hat es eben sich doch gezeigt, dass Asylberechtigte nach ihrer Anerkennung den Wohnsitz wechseln und es zu sehr ungleichen Verteilungen kommt. Und von daher, wenn man die Frage stellt, ist das notwendig, dann möchte ich noch einmal eine Zahl nennen. Wenn man also schaut, wie die räumliche Verteilung der anerkannten Flüchtlinge ist und man nur die Top 8 der Nicht-EU-Ausländer oder Asylzugänge sieht, dann zeigt sich, dass rund die Hälfte der Personen in lediglich 33 von 402 Kreisen und kreisfreien Städten lebt. Also 33 von 402. Und wenn Sie meinen, dass das eine gleichmäßige Verteilung ist, die keinerlei Handlungsnotwendigkeiten erzeugt, kann ich das an der Stelle nicht verstehen. Da können wir Ihre Haltung an der Stelle auch nicht weiter teilen. Meine Damen und Herren, wir haben über dieses Thema der Wohnsitzauflage in der vergangenen Plenarrunde sehr intensiv schon bei der Einbringung des Gesetzes diskutiert. Und ich möchte es mir und Ihnen ersparen, all die Gründe, die an der Stelle genannt worden sind, hier zu wiederholen. Deshalb danke ich Ihnen bis hierhin für Ihre Aufmerksamkeit. Und sollte der Bedarf entstehen, werde ich meine restliche Zeit dann für eine zweite Runde nutzen. Danke Ihnen aber für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kuper. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Düker. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir halten die vorübergehende Steuerung der Migration
auch innerhalb Nordrhein-Westfalens von anerkannten Flüchtlingen, über die reden wir hier ja, derzeit für notwendig. Wir halten das auch für eine integrationsfördernde Maßnahme, keine integrationshemmende Maßnahme, denn anders als Sie es dargestellt haben, Frau Kollegin Brandt, sind das keine Märchen, die erzählt werden, sondern Kollegin Altenkamp hat das aus Essen dargestellt. Ich kann auch andere Städte da noch mal benennen. Es ist daten- und faktenbasiert so, dass wir Wanderungsbewegungen haben und diese Städte sagen, dass natürlich hier integrationspolitisch für sie eine ganz schwierige Planungslage entsteht, wenn hier überproportional viele Menschen zuwandern. Denn was ist für Integration notwendig und was brauchen wir da? Für eine Integrationsinfrastruktur die drei großen Bereiche Wohnen, Arbeit, Bildung. Wir haben eine Menge mit dem Integrationsplan ja auf den Weg gebracht, um alle Städte und Gemeinden hier gut auszustatten. Aber ich nehme nur mal das Beispiel Wohnen, was für mich halt derzeit auch das zentrale Argument für eine befristete Wohnsitzauflage ist. Weil Wohnen ist ein Menschenrecht und wenn wir das für die Menschen nicht erfüllen können, müssen wir hier steuernd eingreifen. Wir haben die Wohnraumförderung von 800 Millionen zwar auf 1,1 Milliarden Euro in diesem Jahr erhöht, so viel zu Ihrer Feststellung, die Landesregierung wirkt dieser Situation nicht entgegen. Also auch hier nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Aber wir haben in Nordrhein-Westfalen einen Bedarf an preiswerten Wohnraum, einen zusätzlichen Bedarf von 200.000 zusätzlichen Wohnungen. Und die Prognosen gehen davon aus, dass bis 2020 wir einen zusätzlichen Haushalte haben von über 300.000 zusätzlichen Haushalten. Die wollen alle mit Wohnraum versorgt werden. Das sind nicht nur Flüchtlinge, aber eben auch Flüchtlinge. Und wenn man nur mal diese Situation sich anschaut, was den Wohnraum angeht und sieht, wo der fehlt. Ich komme ja selber auch aus so einer Stadt in Düsseldorf. Wenn Sie da hinschauen, wie da der Bedarf an preiswerten Wohnraum fehlt. Natürlich können Sie sagen Sie in Ihrem Ansatz auch, das ist in den letzten Jahren vernachlässigt worden. Ja, kann ich für meine Heimatstadt sagen. In Düsseldorf ist über Jahre in dieser Stadt zu wenig preiswerter Wohnraum geschaffen wird. Nur, das nützt gerade nichts, dieses Lamentieren, wenn die Menschen da stehen und keine Wohnung finden und die Geflüchteten, die anerkannten Geflüchteten, dann in den Flüchtlingsunterkünften bleiben müssen, die natürlich für die Geflüchteten zur Verfügung stehen sollen und nicht in den Wohnungsmarkt integriert werden können. All diese Probleme müssen Sie zur Kenntnis nehmen, denn ich finde, eine Verweigerung von Realität hilft uns hier auch nicht weiter. Und deswegen glauben wir auch, dass hier dieses Instrument genutzt werden sollte für eine befristete Zeit. Es geht ja auch für 3 Jahre erstmal nur, dass hier dort, wo die Menschen hinverwiesen wurden, während sie Asylverfahren haben, dass sie in den Kommunen auch 3 Jahre bleiben oder aus der Landeseinrichtung dann auch direkt zugewiesen werden. So, Ihren Idealismus in allen Ehren. Auch ich fände es schöner, wenn Menschen sich anerkannte Flüchtlinge hier frei bewegen könnten und dass auch alles wunderbar so funktionieren würde. Aber ich denke, wir müssen erstmal die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir überall dann auch eine Integrationsinfrastruktur haben, die dann den Bedürfnissen dieser Menschen auch gerecht werden. Und deswegen werden wir Zeit brauchen. Politik sollte ehrlich sein. Und ehrlicherweise wird das Zeit brauchen. Und für diese Zeit brauchen wir hier eine Steuerung, um die Kommunen nicht zu überfordern. Am Ende ist das auch im Sinne der Geflüchteten, damit wir sie tatsächlich dann auch schneller integrieren können. Vielen Dank, Frau Kollegin Bücker. Für die FDP spricht Herr Kollege Dr. Stamm. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, viel gesagt, noch nicht von jedem. Wir hatten es ja auch, Kollege Cooper hat es angesprochen, auch bereits im letzten Plenum. Wir werden es auch wieder haben. Und ich möchte trotzdem die Gelegenheit ganz kurz nutzen, zu sagen, warum wir grundsätzlich für eine Wohnsitzauflage sind, so wie wir auch für die Erweiterung der Schulpflicht bis 25 waren, als Liberale. Aus dem Prinzip heraus, dass wir der Meinung sind, dass wir Menschen, die zu uns kommen, die mit zum Teil sehr geringen Vorkenntnissen über unsere Gesellschaft und zum Teil auch mit einem geringen Bildungsstand zu uns kommen, anders an die Hand nehmen müssen, als das momentan in der Praxis
passiert, damit sie dann, wenn wir sie gebildet und ausgebildet haben, die Chance haben, genauso selbstbestimmte und gleichberechtigte Mitglieder dieser Gesellschaft zu werden, wie wir das sind. Und das ist unser Anspruch. Und dazu gehört eben auch eine Politik, die dafür sorgt, dass Stadtteile sich so gestalten, dass dort Integration möglich ist. Und dass es von daher zu einer klugen Verteilung kommt, gerade in einer Situation, wenn es eben einen sehr, sehr hohen Zuzug gegeben hat. Das ist eine Ausnahmesituation. Und dafür brauchen wir dann auch die Voraussetzungen, damit Integration gelingen kann. Und deswegen lehnen wir hier diesen Antrag ab. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Stamm. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Schmelzer. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, eigentlich könnte man das jetzt abkürzen und sagen, die Fraktionen FDP, CDU, SPD, Grüne haben schon alles dazu gesagt. Aber ich will das, weil Frau Kollegin Brandt ja auch Daten und Fakten angezweifelt hat, das doch noch mal an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen konkretisieren. Es erscheint mir dringend notwendig zu sein, weil ich mich nach Lektüre des flott formulierten Piratenantrages tatsächlich gefragt habe, wissen Sie eigentlich, wovon Sie hier reden? Kennen Sie eigentlich die Probleme vor Ort? Einige der Vorredner haben schon das ein oder andere angesprochen, die uns letztendlich dazu veranlassen, eine Wohnsitzzuweisung einzuführen. Oder ist schon wieder vergessen, welche integrationspolitischen Aufgaben wir jetzt und in Zukunft in allen 396 Städten und Gemeinden hier in Nordrhein-Westfalen zu schultern haben? Oder was soll in diesem Zusammenhang eigentlich der im Antrag immer wieder geäußerte Vorwurf, wir würden bei der Wohnsitzzuweisung mit unbegründeten Unterstellungen arbeiten und etwas verschleiern wollen? Und im Übrigen, Frau Brandt, nennen Sie mir an einer Stelle in all den Diskussionen, Verordnungen, Erlasse, alles, was da jetzt schon in der Diskussion ist, an einer Stelle auch nur die Stelle, wo wir von Ghettoisierung sprechen. Herr Minister Schmelzer, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Und möchten Sie die Zwischenfrage von Herrn Bülling gern zulassen? Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Minister, dass Sie die Zwischenfrage zustellen. Sie sprachen gerade Frau Brandt an, ob sie die Probleme kenne. Ich würde gerne Sie fragen, kennen Sie das Urteil des EuGH von März dieses Jahres, der sich mit den Wohnsitzauflagen und den hohen Hürden, die diese rechtfertigen müssen, kennen Sie dieses Urteil? Also erstens bin ich ja noch gar nicht richtig angefangen, sodass Sie mein Redemanuskript sicherlich nicht kennen und auch nicht auf die Inhalte eingehen können, die ich Ihnen alle gleich noch entgegenhalten werde. Und hohe Hürden und Urteile nehmen wir natürlich nicht nur zur Kenntnis, sondern berücksichtigen die. Ansonsten wäre das schon fast grob fahrlässig, wenn wir Verordnungen auf den Weg bringen würden, ohne so etwas zu berücksichtigen. Also von daher seien Sie gewiss, dass wir das auch rechtlich natürlich zu allen Seiten abgeklopft haben. Jetzt komme ich zu den Fakten. Fakt ist, mehr als 230.000 Flüchtlinge hat Nordrhein-Westfalen in 2015 aufgenommen. So viel wie kein anderes Bundesland. Noch nie sind in so kurzer Zeit so viele Menschen auf der Suche nach Schutz vor Krieg und Gewalt zu uns gekommen. Krieg und Gewalt, politische, religiöse oder ethnische Verfolgung, Hunger und Not zwingen diese Menschen heute leider immer noch zur Flucht. Und auch wenn die Anzahl der Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen, in den letzten Wochen geringer geworden ist, so haben wir doch eine Riesenanzahl von geflüchteten Menschen, denen wir natürlich verantwortlich die entsprechenden Grundlagen geben müssen. Während im vergangenen Jahr vor allem die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge im Vordergrund stand, geht es jetzt halt um die Integration. Und Sie haben eben einen Gesetzentwurf angesprochen. Der Gesetzentwurf war natürlich der Integrationsplan, den wir hier beraten haben. Das haben wir ja hier auch schon, das haben die Vorredner deutlich gemacht, ausführlich beraten. Und das ist der Hintergrund, vor dem sich Bund und Länder entschlossen haben, das Instrument der Wohnsitzzuweisung zu installieren. Das Integrationsgesetz des Bundes, das Anfang August 2016 in Kraft getreten ist, regelt die Wohnsitzzuweisung zwischen den Bundesländern. Und darin wurde festgelegt, dass anerkannte Flüchtlinge in dem Bundesland bleiben müssen, in das sie als Asylbewerber gemäß Königsteiner Schlüssel dann auch gekommen sind. Kein Land braucht eben diese Regelung dringender als Nordrhein-Westfalen. Denn zu uns, in unsere Kommunen, ziehen die Flüchtlinge aus anderen Ländern eben nach ihrer Anerkennung. Nordrhein-Westfalen
nimmt nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel rund 21% der Flüchtlinge auf. Hier leben nach ersten Einschätzungen des Innenministeriums aber mittlerweile knapp 30% der anerkannten Schutzberechtigten. Wenn Zuwanderung und Integration gesamtstaatliche und gesamtgesellschaftliche Aufgaben sind, und das sind sie zweifellos, da sind wir uns, glaube ich, alle darüber einig, dann müssen die sich daraus ergebenden Herausforderungen der Integration auch von allen Beteiligten und von allen Bundesländern solidarisch getragen werden. Es ist nicht akzeptabel, dass Bundesländer zwar über den Königsteiner Schlüssel einen festgelegten Prozentanteil von Asylsuchenden zugewiesen bekommen, dann aber für die Integration der anerkannten Flüchtlinge nicht verantwortlich zeichnen, weil diese geflüchteten Menschen in andere Länder weiterwandern. Und es ist nicht sehr erstaunlich, dass der überwiegende, der weit mit Abstand überwiegende Anteil dann nach Nordrhein-Westfalen abwandert. In Nordrhein-Westfalen haben wir 29 von insgesamt 77 Großstädten. Die Metropole Ruhrgebiet ist die zweitgrößte Metropole nach London und Paris europaweit. Das suggeriert, dass hier die Menschen tatsächlich alles vorfinden, was sie glauben, vorfinden zu können. Ich habe so viel zu Daten und Fakten, Frau Brandt. Ich habe aktuell zum Zuzug anerkannter Schutzberechtigte aus anderen Bundesländern mich in einigen Städten erkundigt. Das Ergebnis: seit dem 1. Januar dieses Jahres wanderten zum Beispiel nach Essen über 1.650 Menschen aus anderen Bundesländern zu. Im selben Zeitraum hat die Stadt Essen 3.400 zugewiesene Flüchtlinge aufgenommen. Duisburg beherbergt derzeit etwa 1.350 anerkannte Flüchtlinge zusätzlich aus anderen Bundesländern. Und in Dortmund sind es etwa 2.000 zusätzliche Flüchtlinge, die aus anderen Bundesländern zusätzlich gekommen sind. Es ist zwar schön zu sehen, dass Nordrhein-Westfalen und seine Städte so attraktiv sind, aber man darf doch die Augen nicht davor verschließen, dass wir ohne steuernde Instrumente enorme Ungleichgewichte zwischen den Ländern und insbesondere innerhalb von Nordrhein-Westfalen erzeugen. Und dieser überdurchschnittliche Zuzug anerkannter Schutzberechtigter aus anderen Bundesländern nach Nordrhein-Westfalen bringt zudem enorme Nachteile für die Integrationsperspektiven der Menschen vor Ort. Die Kette von Integrationsmaßnahmen, die die Länder für die ihnen zugewiesenen Flüchtlinge bereithalten, kann bei einem spontanen Wegzug der Schutzberechtigten gar nicht mehr greifen. Der Integrationsprozess verzögert sich unnötig, wenn an dem neuen Wohnort die Integrationsangebote bereits ausgebucht sind. Und deshalb sind wir für den Teil der Wohnsitzzuweisung, der besagt, dass Flüchtlinge für maximal 3 Jahre in dem Bundesland bleiben müssen, in das sie als Asylbewerber gekommen sind. Und darüber hinaus ermöglicht das Bundesintegrationsgesetz den Bundesländern eine landesinterne Regelung für Wohnsitzzuweisungen zu treffen. Und Nordrhein-Westfalen macht mit dieser Ausländerwohnsitzregelungsverordnung davon auch Gebrauch. Mit dieser landesinternen Zuweisung erreichen wir, dass die Integration der Schutzberechtigten systematisch und planvoll möglich wird, indem sie fair auf die 396 Städte und Gemeinden verteilt werden. Und ganz Nordrhein-Westfalen ist für diese Herausforderung der Integration gut aufgestellt. Mit dem Teilhabe- und Integrationsgesetz 2012 haben wir eine nahezu flächendeckende und bundesweit einmalige Integrationsinfrastruktur auf- und ausgebaut, sodass fast alle Kommunen, es fehlen lediglich noch die Kreise Kleve und Viersen, wobei Viersen da auf einem guten Weg ist, sodass fast alle Kommunen ihren Beitrag zur Integration von Flüchtlingen leisten können durch die Aufstellung der kommunalen Integrationszentren. Und ich bin fest davon überzeugt und habe mich an vielen Stellen davon überzeugen können, dass diese Leistungen auch vorbildlich sind und auch greifen. So geben wir den Kommunen und den Geflüchteten Planungssicherheit eben für einen gelingenden Integrationsprozess. Denn die Kommunen können ihre Integrationsangebote auf die vorhandene Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge besser ausrichten. Sie haben in den vergangenen Monaten erhebliche Mittel für Wohnraum und Integrationsmaßnahmen investiert, ohne dass sie derzeit absehen können, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum diese Angebote benötigt werden. Und hier schafft eben diese Wohnsitzzuweisung deutlich Klarheit. Auch die Einrichtungen vor Ort, wie zum Beispiel Kindergärten und Schulen, können ihre Angebote an die Anzahl der Familien anpassen, die ihrer Kommune dann auch zugewiesen werden. Und schließlich wirkt die nordrhein-westfälische Wohnsitzzuweisung integrationshemmender Konzentration der Schutzbedürftigen in bestimmten Städten und Stadtteilen auch entgegen.
Aus diesen Gründen haben die kommunalen Spitzenverbände auf der Landes- und auch auf der Bundesebene bereits seit langem eine solche Wohnsitzzuweisung gefordert. Und wie ich eben erfahren habe, hat der Städtetag sich geäußert. Die Stellungnahme des Nordrhein-Westfälischen Städtetages ist auf dem Weg bereits in das Ministerium. Und so wie ich höre, gibt es da eine uneingeschränkte Zustimmung zu unserem Vorhaben aus dieser Verordnung. Und wir sind dafür, innerhalb von Nordrhein-Westfalen eine faire Verteilung zwischen unseren Gemeinden herzustellen und fair vor allem im Sinne der Flüchtlinge, um deren Integrationschancen es letztendlich geht. Um das zu schaffen, reicht der Verteilschlüssel nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz nicht aus. Wir haben daher einen neuen Integrationsschlüssel erarbeitet, der eben die Integrationschancen am Arbeits- und am Wohnungsmarkt mit berücksichtigt. Und mit seiner Wohnsitzzuweisung für anerkannte Schutzberechtigte setzt Nordrhein-Westfalen seine erfolgreiche Integrationspolitik auch an dieser Stelle konsequent fort. Also, liebe Piraten, ich erkenne hier weder unbegründete Unterstellungen noch Verschleierung. Im Gegenteil, unsere Verordnung ist gut begründet, sie ist klar und sie ist das, was Sie immer fordern, sie ist transparent. Sie dient der nachhaltigen Integration der Flüchtlinge und sie schafft Planungssicherheit in den Kommunen. Ich gehe davon aus, dass die Anhörungen der kommunalen Spitzenverbände und der beteiligten Ausschüsse bis Ende Oktober, Anfang November, ich sagte Städtetag, die Stellungnahme ist bereits auf dem Weg zu mir, dass diese Anhörung dann beendet sein wird und sich dann das Kabinett anschließend, so wie wir es im Zeitplan vorgesehen haben, dann damit befassen kann. Unser Ziel bleibt, dass die Regelung zur Wohnsitzauflage in Nordrhein-Westfalen zum 1.12.2016 in Kraft tritt. Vielen Dank, Herr Minister. Bleiben Sie bitte gleich am Redepult. Wir hatten Ihnen das Zeichen Kurzintervention eingeschaltet. Kurzintervention wird Frau Kollegin Brandt halten. Bitte schön. Das verwundert mich. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Verwundert Sie nicht, Herr Nein. Minister Schmelzer, dann bin ich beruhigt. Weite Teile Ihrer Argumentation gerade verteidigten das Bundesgesetz bezüglich der Wohnsitzauflage. Sie berichteten von 1.650 Personen, die nach Essen aus anderen Bundesländern gekommen sind. Ebenso ein Zahlenbeispiel aus Duisburg. Das ist eine Argumentation für das Bundesgesetz, was wir ja nun mal leider eben schon haben, aber nicht bezüglich eine Argumentation bezüglich des Landesgesetzes. Und wenn Sie jetzt sagen, die Städte werden das begrüßen, Sie haben dreimal das Wort Planungssicherheit genannt, dann habe ich das Gefühl, die Städte wissen überhaupt noch nicht, was da wirklich auf sie zukommt. Eine Planungssicherheit ist dann nämlich nur zum Teil gegeben. Zum anderen schaffen Sie mit der Wohnsitzauflage ein Bürokratiemonster. Es gibt vielfältige Entscheidungen, die zu treffen werden. Wenn jemand einen Arbeitsplatz hat, muss die Wohnsitzauflage aufgehoben werden. Wenn jemand Familie hat, ebenso. Wenn jemand woanders eine Wohnung findet, muss sie aufgehoben werden. Wir werden letztendlich einer, wahrscheinlich... Das habe ich akustisch nicht verstanden. Wenn jemand irgendwo anders eine Wohnung findet, muss die Auflage aufgehoben werden. Das heißt, am Ende werden wir wahrscheinlich ungefähr 10.000 Menschen haben, die in ihrer Freiheit massiv eingeschränkt sind. Und für diese wenigen Menschen müssen die Kommunen einen massiven Personalaufwand betreiben. Und da wäre es doch viel, viel besser, wenn dieser Personalaufwand genutzt würde, um Empowerment zu ermöglichen, um Integration voranzutreiben. Also ich freue mich, dass Sie dem ersten Teil meiner Rede so intensiv zugehört haben, dass Sie sich damit nachhaltig so intensiv beschäftigt haben, dass Sie den zweiten Teil nicht mehr zugehört haben, wo es nämlich ausschließlich um die nordrhein-westfälische Wohnsitzzuweisung ging. Und ich freue mich nicht, dass Sie die Intention bezüglich dieser Wohnsitzzuweisung noch nicht verstanden haben. Aber deswegen haben Sie ja jetzt eine Kurzintervention und deswegen kann ich Ihnen ja antworten. Wir reden bei der Wohnsitzzuweisung mit Wirkung ab 1.12. davon, von den Menschen, die neu zu uns kommen. Nicht die, die schon hier sind, die irgendwo einen Arbeitsplatz haben, die irgendwo einen Wohnort haben, eine Wohnung haben oder sonstige. Das sind die, die neu zu uns kommen, die sich im Asylverfahren befunden haben, einen Bescheid bekommen und zwar unmittelbar und nach Anerkennung dann gar nicht in irgendeiner Stadt vorher gewesen sind, sondern dann einer Kommune zugewiesen sind. Die können überhaupt noch gar keine Wohnung haben. Im Übrigen wird bei der Zuweisung genau berücksichtigt, auch das geht aus den umfangreichen Unterlagen der Verordnung und den beiliegenden Kommentierungen dazu dann auch noch mal hervor. Im Übrigen wird natürlich berücksichtigt, ob es in irgendeiner anderen Stadt in Nordrhein-Westfalen bereits familiäre Bindungen gibt, ob es aus irgendwelchen Gründen Bindungen gibt oder sogenannte Härtefälle, die von vornherein zu berücksichtigen sind. Dies alles findet Berücksichtigung und von daher, glaube ich, sind Ihre Bedenken an dieser Stelle schon ausgeräumt, bevor sie überhaupt zu Ende formuliert wurden.
Vielen Dank, Herr Minister. Und vielen Dank auch für den zuvor getätigten Redebeitrag. Der nächste Redner ist für die SPD-Fraktion Herr Kollege Dahm. Und entgegen der Ausweisung auf dem Redezettel heißt er immer noch Christian und nicht Alexander. Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie darauf hingewiesen haben. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie auch noch einmal darauf hingewiesen haben, dass es in der Namensänderung eine Veränderung gibt. Ich denke, das Parlament ist sich weitestgehend einig. Frau Brandt, ich will einige Punkte noch ansprechen. Ich finde es bedauerlich, dass Sie uns allen vorwerfen, wir würden hier Märchen erzählen und Angst schüren. Und auch Ihr Argument kann ich nicht nachvollziehen an dieser Stelle. Das, was Sie angezeigt und aufgezeigt haben von der Person, die in Bielefeld wohnt und in Osnabrück studieren will. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das für diese Person der Wohnortzuweisung überhaupt zutrifft. Ja, ich denke, das müsste man sich im Einzelfall anschauen. Und das hier zunächst zu behaupten, sage ich Ihnen an dieser Stelle, halte ich für absolut unangemessen. Die Bedenken Ihres Kollegen Herrn Sommer kennen wir ja. Die haben wir auch bei uns im Ausschuss, im Kommunalausschuss erörtert. Herr Sommer ist ja der Auffassung, im Lichte des Europäischen Gerichtshofs, des Urteils, aber auch des OLG-Urteils, was Sie eben angesprochen haben, stellen Sie ja die Wohnortzuweisung in Frage. Ich glaube, dass die Verordnung, die der Minister eben angesprochen hatte, die derzeit in der Mitbestimmung oder in der Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden ist, durchaus im Lichte dieses Urteils erfolgt ist. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, und nicht nur ich glaube auch meine Fraktion, dass diese Verordnung natürlich rechtskonform ist. Ich will noch mal darauf hinweisen, der Minister hat eben einige Zahlen angesprochen. Ja, 230.000 Flüchtlinge sind im letzten Jahr zu uns gekommen nach Nordrhein-Westfalen. Tatsächlich waren es über 300.000 Menschen, die kurzfristig Zuflucht hier in Nordrhein-Westfalen gesucht haben. Menschen, die angekommen sind, Menschen, die durchgefahren sind, Menschen, die auch aus anderen Bundesländern wieder zurückgekommen sind. Ich glaube, alleine diese Zahl verdeutlicht, dass es einer Steuerung bedarf. Und meine Damen und Herren, Integration, Frau Brandt hat es nur auf den Arbeitsmarkt beschränkt. Ich glaube, Integration ist mehr als nur den Arbeitsmarkt zu betrachten. Integration ist die Integration in unsere bürgerliche Gesellschaft, in die Zivilgesellschaft. Integration ist Bildung, Integration ist aber auch Wohnungsmarkt. Ich will an dieser Stelle noch mal ansprechen, dass wir hier vor wenigen Tagen den Integrationsplan für Nordrhein-Westfalen verabschiedet haben. Und in der gemeinsamen Anhörung, die wir hier durchgeführt haben, war ein wesentliches Argument der Sachverständigen, nämlich die Wohnortzuweisung, damit endlich eine Steuerung hier in Nordrhein-Westfalen erfährt. Ich denke, das ist ein Argument, was hier auch im parlamentarischen Raum aufgenommen worden ist, was wir berücksichtigt haben. Ich will an dieser Stelle auch ansprechen, Integration. Wir stellen mit dem Integrationsplan bzw. im Haus, in diesem Haushalt 4,6 Milliarden Euro zur Verfügung. Davon die Hälfte kommt den Städten und Gemeinden unmittelbar zugute und der Rest für den Bereich Bildung, für den Bereich Wohnungsbau, aber auch kommunale Integrationszentren. Das will ich an dieser Stelle auch nochmal deutlich ansprechen. Und hier bedarf es einer Steuerung. Gerade auch in der Anhörung, die ich nochmal hier explizit ansprechen möchte, ist sehr deutlich geworden, dass die Experten angerissen haben, dass es völlig unterschiedlich läuft in Nordrhein-Westfalen, in viele Städte, wo es eine gute Integrationsleistung erfordert und eine gute Integrationsleistung gibt, an anderen Stellen die Städte und Gemeinden aber hoffnungslos überfordert ist. Und der Minister hat eben auch Zahlen genannt, wo wir, glaube ich, eine Steuerungserfordernis sehen, wo wir, glaube ich, unsere Städte und Gemeinden deutlich überfordern. Wir brauchen eine Wohnortzuweisung, und ich hätte mir gewünscht, meine Damen und Herren von den Piraten, dass Sie auch in Ihrer Pressemitteilung vielleicht noch ein bisschen gewartet hätten, bis das Ende dieser Parlamentsdebatte erreicht ist, zu diesem Tagesordnungspunkt und nicht bereits nach Ihrem Redebeitrag, die veröffentlicht wird, Frau Brandt. Ja, ich sage Ihnen an dieser Stelle, wir brauchen Planungssicherheit, wir brauchen Handlungssicherheit für unsere Städte und Gemeinden, die dürfen wir an dieser Stelle nicht überfordern, und wir halten die Wohnortzuweisung für richtig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dahm. Und für die Piraten spricht jetzt Herr Kollege Sommer. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und im Stream natürlich.
Wir machen hier eine Diskussion über eine Wohnsitzauflage auf, ganz ausdrücklich für Menschen, die sich völlig rechtmäßig hier in Deutschland aufhalten. Ganz wichtig an der Stelle. So, wir unterscheiden die Menschen in der Wohnsitzauflage trotzdem nach ihrer Herkunft. Menschen, die zu uns gewandert sind, denen sagen wir in den ersten 3 Jahren, wo sie wohnen dürfen und wo nicht. Menschen, die sich schon hier befinden, bei denen tun wir das nicht. Wir begründen das jetzt hier, und das hat die Kollegin Altenkamp ganz am Anfang getan, mit einer Ressourcenknappheit. Wenn ich diese Ressourcen, doch Wohnraum, passende Integrationsangebote, Kollege Dahm hat eben noch Geldströme genannt, wir begründen das mit Ressourcenknappheit. So, wenn wir diese Ressourcenknappheit jetzt ohne Nationalität begründen würden, wenn ich das weiterdenke, dann schicken wir auch demnächst unsere SGB-II-Bezieher durchs Land. Dann schicken wir auch Leute, die jetzt in Dortmund-Nord wohnen, demnächst nach Siegen. Und genau das ist richtig, richtig falsch. Wir können gerne Ressourcen anschaffen und Ressourcen durchs Land schicken, aber bitte keine Menschen und schon gar nicht mit einer Wohnsitzauflage. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Sommer. Weitere Wortmeldungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liegen nicht vor. Damit schließe ich an dieser Stelle die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 3 und wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt, und zwar über den Inhalt des Antrags in der Drucksache Nummer 13029. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Piraten und der fraktionslose Abgeordnete Schwert. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90 Die Grünen, CDU und die FDP und der fraktionslose Abgeordnete Stüttgen. Vielen Dank. Möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall. Dann ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der Antrag der Piraten abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4.